Ja, hallo Filmfreunde. Ich wollte nur mal ganz kurz ein Video machen. Ein bisschen was erzählen. Wundert euch nicht, dass ich so scheiße aussehe. Ich habe eben wieder eine Runde geheult. Weil anhand meines letzten Videos wisst ihr ja, was bei mir passiert ist. Und es ist halt alles nicht so einfach im Moment. Deswegen werden demnächst auch keine Videos von mir kommen. Denn mir geht's überhaupt nicht gut. Auf der Arbeit muss ich mich zusammenreißen. Aber sobald ich zu Hause bin, geht's wieder los mit den Tränen und es ist halt alles sehr schwer im Moment. Ich möchte euch nur mal eine ganz kurz darüber erzählen, was denn eigentlich genau passiert ist. Ihr wisst das ja schon. Ich wollte einfach noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Es geht darum, meine Oma war ja schwer krank. Sie hatte Blasenkrebs und wurde operiert. Da wurde die Blase, der Blinddarm, die Lymphknoten, die Gebärmutter wurde alles rausgenommen. Nach der OP ging es ihr richtig schlecht. Sie konnte nicht atmen, sie konnte nichts essen, weil alles wieder rauskam. Und ja, die Ärzte hatten gemeint, es ist normal, dass es ihr 2 Tage nach der OP so schlecht geht. Das wäre normal. Dann an einem Sonntag wollte ich ins Krankenhaus und wollte sie besuchen. Da war das Zimmer leer. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumheule. Es geht nicht anders. Wir haben die Schwestern gefragt, wo sie denn sei. Und da wurde gesagt, ja, sie ist wieder auf die Intensivstation gekommen. Wir sollen mal auf die Ärztin warten. Ja, wir haben gewartet. Und dann kam die Ärztin, die uns diese niederschmetternde Nachricht überbracht hat. Sie hätten mehrmals versucht, uns anzurufen, was überhaupt nicht stimmt. Sie hatten 3 Telefonnummern von uns und auf keinem Telefon war irgendein Anruf zu sehen, dass das Krankenhaus angerufen hat. Von wegen, sie hätten mehrmals versucht anzurufen, das ist schon mal eine Lüge. Ja, sie kam wieder runter auf die Intensivstation, weil sie sehr schlecht atmen konnte. Das heißt, sie hatte sehr, sehr große Luftnot. Sie haben dann versucht, das Herz, das war zu schwach, sie haben dann versucht, sie 1,5 Stunden wieder zu beleben. Ohne Erfolg. Das heißt, sie ist dann am 4.11., Samstagabend, ist sie verstorben. Und niemand von uns war bei ihr. Niemand. Als die Ärztin uns gesagt hat, dass sie verstorben ist, hat noch ein Arzt neben ihr gestanden und er hatte nichts Besseres zu tun, als zu lachen. Beziehungsweise zu grinsen. Da frage ich mich, gibt es Leute, die so wenig Mitgefühl haben, dass sie da stehen und lachen. Ich möchte nur jedem ans Herz legen, geht auf keinen Fall in dieses Krankenhaus, Krankenhaus Gelnhausen. Meine Oma wurde beschlagnahmt. Die Kripo war da, weil es so ausgesehen hat, als wäre das Krankenhaus dran schuld. Ich bin immer noch der Meinung, das Krankenhaus ist da nicht ganz unschuldig am Tod meiner Oma. Ich gehe davon aus, sie haben da irgendwas in der OP falsch gemacht. Irgendwas ist da definitiv schief gelaufen. Nur leider kann man es jetzt halt nicht mehr ändern. Es ist halt jetzt leider vorbei. Montag diese Woche war die Beerdigung. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Einfach nur schrecklich. Und ja, jetzt muss man halt jeden Tag weiterleben, als wäre nichts geschehen. Das Leben geht weiter.
Ja, nur weiß ich nicht, wie dieses Leben weitergehen soll. Sie hat eine sehr, sehr große Lücke in unser Leben hinterlassen. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Video hier eigentlich tue. Ich weiß nicht, wieso ich sowas hochlade, aber ich muss einfach mal ein bisschen reden. Ich muss. Wem es nicht gefällt, der kann es hier ausmachen. Nur wollte ich euch halt mal so ganz kurz und knapp erzählen, was denn eigentlich passiert ist. Tja. Was soll ich noch sagen? Wie ihr seht, ich bin total fertig, bin ständig am Heulen und ja. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein Heulvideo gemacht habe. Ich kann nichts dafür. Ich bin der Meinung, das Krankenhaus hat meine Oma umgebracht. Aber jetzt noch irgendwelche Recherchen zu machen, bringt sie leider auch nicht wieder zurück. Jetzt am Samstag hätte sie ihren Geburtstag gefeiert. Jetzt am Samstag hätte sie Geburtstag gehabt. 2 Wochen vor ihrem Geburtstag ist sie gestorben. Ja, ich mache da nochmal wieder Schluss. Ich wollte euch einfach mal kurz erzählen, was denn eigentlich passiert ist. Und ja, verzeiht, dass ich jetzt so ein Heulvideo gemacht habe. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Mir war einfach mal danach einen kleinen Moment mit euch zu reden und ja. Macht's mal gut. Also demnächst kommen erstmal keine Videos von mir. Ich habe momentan keine Kraft zu irgendwas. Okay. Ich hoffe, ihr versteht mich da ein bisschen. Bis dann, man hört sich. Macht's gut.